Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Dachkoffer-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Amazo Auto. Vor allem überzeugt das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis bei diesem Modell uns ein Unser-Dachbox-Kontrast. Trotz der niedrigen Kosten wurde die Amazo aus hochwertigem PVC beschichtete 600D Oxford gemacht. Dieses Produkt ist reißfest und wasserdicht. Es schützt das Reisegepäck sogar vor schweren Temperaturen wie aus im Wind und viel Sonne. Darüber hinaus bietet das Gerät eine große Speicherkapazität von 10 Kubikfuß. Mit unserer Überdachungssystembox hingegen konnten wir auch es in ein paar einfachen Handgriffen zu montieren. Bietet ist Paket mit Nylonriemen repariert. Sie werden sie sicher auch bei voller Beladung halten. Und wenn Sie heute nicht die Amazo benötigen, können Sie einfach zusammenfalten und verstauen es so platzsparend wie möglich. Bietet arbeitet das Desig mit allen Autos, die eine Dachling. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Glen Vae. Diese Überdachungbox vereint die Vorteile von harten und weichen Konstruktionen. Aufgrund der Tatsache, dass obwohl das Modell tatsächlich zur letzteren gehört, es eine hohe Belastbarkeit 50 kg bietet. Darüber hinaus setzte sich das Guardkit aus Polyamid, ein Produkt, das gedacht wird, um besonders reißfest sein. Es ist auch wasserdicht, sodass Regen nicht den Inhalt verschädigen kann. Durch die Methode passen bis zu 270 Liter Gepäck in das grüne Tal. Ebenso mussten wir unser Dachbox Systemvergleich für die Montage nur wenig Aufwand zu kaufen. Das ist, da das Desig nur mit Hilfe von Gurten repariert wird, die in ein paar einfache Maßnahmen durchgeführt wird. Paket kann auch gefaltet werden. Also sie nimmt nur ein 100 x 10 cm Platz und kann auf der Rückseite den Kofferraum verstaut werden. Auf Platz 3 haben wir die Thule 634.100. Dieses Desig ist besonders robust, da es eine extrem harte, steife Gebäude. Das, warum Titan, es hält Gepäck sehr sicher, ohne sie droht durch die Lage im Falle von zu viel Beschleunigung zu fliegen. Übrigens, dieses Guardkit eignet sich für Lasten bis zu 50 kg. Ebenso passen sie die Gestaltung ca. 330 Liter. Unsere Dachbox hingegen gefiel uns ebenfalls. Das Paket wiegt nur 10 kg. Immerhin, das ist unzureichend für zahlreiche Funktionen. Wir waren auch beeindruckt durch das einfache Setup mittels Fast-Click. Mit dem Quick-Fix-System benötigen sie deutlich unter 10 Minuten, bis die Fahrt beginnen kann. Darüber hinaus kann die Box von beiden Seiten geöffnet werden. Daher müssen Sie nicht zusätzlich darauf achten, dass die Gegend um die Autos und der KW auf allen Seiten frei ist. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Kartrend G3. Wir können dieses Desig vor allem wegen der vorteilhaften Kosten mit unserem Dachbox-Handbuch vorschlagen. Für ein Gerät mit starren Hoch- und Tiefbau kostet es nur relativ wenig. Bietet eignet es sich für ein Volumen von bis zu 220 Liter. Die optimale Belastung der Box beträgt 50 kg. Die Messungen sind an 118x39x76 cm WXHXD. Das Gerät ist daher eher für kleinere Autos gedacht. Das verwendete Material bietet auch ein besonders hohes Maß an Sicherheit. Es wurde stoßfest verarbeitet. Die Realität, die das Reisegepäck durch die Wände im Gesamten starker Beschleunigung oder beim Bremsen abstürzt, ist daher im Wesentlichen schwierig. Ebenso zeigt das Material nur ein paar Gebrauchsspuren, weshalb dieses Desig besonders langlebig ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Thule Pacific. Dieses Modell ist nicht die am wenigsten teuer in unserem Dachbox-Vergleich. Es ist noch in der ersten Lage, da es ebenfalls zahlreiche Funktionen mitbringt.
Besonders lobenswert ist die einfache Installation. Es funktioniert mit Hilfe von FastGrip. Die Zentralverriegelung bietet ebenfalls eine gute Portion Sicherheit. Immerhin kann das Geheimnis nur wieder losgeworden sein, wenn alle Schließpunkte gesperrt sind. So ist es schwierig, dass die Dachsystembox versehentlich unter der Fahrt öffnet. Das Desichten wurde ebenfalls flach gestaltet und strukturiert. Daher fühlt man nur möglich. Diese Bauweise kostet auch wenig zusätzlichen Kraftstoff. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.